Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute wieder mit, auch wenn ich nichts Besonderes mache. Aber ich habe eine neue Kamera. Habe ich ja letztens gesagt, dass ich mir eine neue bestellt habe und das ist jetzt die neue. Und ihr könnt mir gerne schreiben, ob sie euch gefällt oder nicht. Die macht auf jeden Fall schon mal Hammer Bilder. Und das ist meine Mama. Hallo Mama. Und mein Bruder ist auch am Start. Der isst jetzt Joghurt. Die Mutti. Die Sony. Er ist voll schön, die Qualität. Ich bin aber noch am herumexperimentieren, würde ich sagen. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass sie auch Touch hat. Dass sie auch eine Videoqualität hat. Was noch? Die macht gute Bilder und ich bin gespannt, was sie so verspricht, Leute. Ich habe ein Paket von abgeholt bei der Post und ich glaube, ich weiß schon, was da drin ist. Auf die warte ich schon ewig. Da sind nämlich so Joker-Ketten dabei. Da sind Joker-Ketten drin. Ich kann euch mal den Link in die Infobox verlinken. Also, ja, schauen wir mal, was ich mir bestellt habe. Ich habe für meine Schwester auch was bestellt. Also schaut, es kommt hier in so einem süßen Teil. Hier einmal so eine Pistole, die ich mir so dran machen kann. Handpistole, voll cool. Dann habe ich hier einen Mond für Sailor Moon. Nein, Spaß. So sieht er aber aus. Fokussierst du mal, oder? Ja, hier. So sieht der Mond aus. Dann habe ich für meine Schwester... Hä, habe ich hier was anderes bestellt? Wartet mal. Dann habe ich hier sowas drin mit einem Elefanten. Das ist ja meine Schwester, weil sie mag Elefanten. Und dann habe ich mir auch noch sowas bestellt, glaube ich. Also einmal ein loses und dann hier mit der Fatima-Hand. Oh, ich habe mir ein Armband bestellt. Ich dachte, das wäre eine Kette. Oder das passt nicht über meinen Kopf. Oh, ich wollte eigentlich eine Kette haben. Bin ich blöd? Jetzt habe ich halt ein Armband. Ist bestimmt aber auch cool. Auch wenn ich das nicht wollte. Naja, egal. So, jetzt irgendwie voll Fail. So sieht das auf jeden Fall getragen aus. Steht dir heute voll. Ja? Steht dir voll. Okay. Was ich euch sagen wollte ist, ich habe letztens, also in meinem letzten Vlog, den Film Für immer vielleicht geschaut. Das war ja Komödie, Drama und ich fand den Film sehr gut und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr den auch wirklich gut fandet. Also ich fand den echt schön. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall war das echt ein schöner und lustiger Liebesfilm. Also falls ihr Liebesfilme sehr gerne schaut, dann kann ich ihn euch empfehlen. Ich war einkaufen. Morgen ist Feiertag. Ich weiß nicht, ob bei euch Feiertag ist. Auf jeden Fall ist in Bayern Feiertag. Ich weiß zwar nicht welcher, aber morgen ist Feiertag. Und es wird auch unglaublich, wie viele Menschen einfach einkaufen gehen. Nur weil morgen Feiertag ist. Aber ich wollte halt ein paar Sachen kaufen, weil mein Freund und ich nichts mehr wirklich daheim haben. Und unter anderem habe ich mir einen Salat gekauft. Mexican. Weil ich liebe Mais und das hat mich so angesprochen, dass da Chicken mit dabei ist. Und das mache ich mir jetzt, aber ich tue mir noch Gurken und so reinschneiden und vielleicht noch mehr Mais, weil ich liebe Mais. Ich bin der totale Maisesser. Seid ihr auch so Mais-Fanatiker wie ich? Also, oh, das ist nicht so gut. Oh, das ist auch nicht so gut. Ach, scheiße. Mein Stativ, das rutscht immer weg bei bestimmten Sachen hier. Das nervt mich. Da steht Mexikan-Salat und da ist eine Bohne drinnen. Wie geil. Ein bisschen langsam.
voll fokussiert. Nimmst du gerade auf? Der Salat ist verputzt, aber ich empfehle euch, ihn selber zu machen, falls ihr die Zeit dazu habt. Im Nachhinein denke ich mir so, irgendwie war das Geldverschwendung. Aber ich dachte mir, 2,40. Aber ich dachte mir so im Laden, boah, hast voll Bock auf den Salat, kaufst ihn dir einfach. Ja, aber der war ganz okay. Also falls ihr mal unterwegs seid und Bock auf Salat habt, könnt ihr euch auch auf jeden Fall kaufen. Nein, voll teuer. Ja, besser als wenn du in einem Laden Salat isst. So, so oder so. Ja, man sollte ihn am besten selber machen. Brauchst du mal ja nur Thunfisch da drin, oder? Nein, Chicken. So, brauchst du nicht Thunfisch? Mhm. Es war ein Mexikan-Salat mit einer Bohne. Hast du Pech? Just saying. Das hat dich einfach fokussiert. Einfach crazy. Ich glaube, das fokussiert einfach Gesichter. Egal, wo du schaust, es fokussiert automatisch Gesichter. Weißt du, ich meine? Der Autofokus voll schnell. Vielleicht gehen wir heute weg, aber ich weiß noch nicht. Also meine Schwester mit ihren Freunden, nicht mit meinen Freunden. Nicht, dass ihr denkt, dass wir zusammen gehen. Nein, wir könnten schon zusammen gehen, aber nein, wir gehen nicht zusammen. Aber wir gehen zusammen auf dieselbe Veranstaltung. Eigentlich wollte ich nicht gehen. Ich habe gestern noch zu meinem Freund gesagt, ey, Schatz, morgen ist Blockparty. Dann hat er gesagt, willst du hin? Ich so, fokussier doch. Dann hat er gefragt, willst du hin? Und ich so, ja. Der so, ja, geh doch. Dann dachte ich mir so, nee, kein Bock mehr. Ich habe gestern schon zu ihm gesagt, das Blockparty ist ja gemeint. Hast du Bock? Ich so, ja, weiß nicht. Und dann hat er gesagt, nee, ich geh nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich geh auch nicht. Ich bin jetzt daheim, wie ihr sehen könnt. Also wir haben schon eine Weile Feierabend und wir machen uns gerade fertig. Also meine Schwester und ich. Und ja, ich muss mich noch schminken. Ich habe jetzt schon Foundation drauf. Habe jetzt auch einen Eye Primer drauf. Und ich weiß noch nicht, welchen Look ich schminke. Aber wahrscheinlich einen simplen Look und dann knallige Lippen. Das ist mein Go-To-Look. Und ja, ich zeige euch dann später das Endergebnis, würde ich sagen. Ich euch meins auch. Aber ich bin immer gleich. So, ich wollte euch schnell mein Outfit zeigen. Jetzt seht ihr das gar nicht mehr. Warte, ich ziehe mich extra aus für euch. Nein, Spaß. Auf jeden Fall habe ich mich sehr dezent geschminkt. Ich muss noch meine Kontaktlinse reintun, aber sonst würde ich nichts sehen. Dann habe ich hier dieses coole Oberteil an. So, einfach mit einer weißen Hose kombiniert und dann noch diese Schuhe. Und drüber ziehe ich jetzt einfach diese coole Bomberjacke. Weil ich die ziemlich cool finde. Und das ist mein Outfit. Und meine Schwester lackiert sich noch schnell die Fußnägel. Und ich würde sagen, ich beende meinen Vlog. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wenn es ist, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Ja, bis dann, Leute. Tschüss.